Am Freitag startet die zweite Liga in die neue Saison und es ist die wahrscheinlich beste zweite Liga, die es je gab. Das zeigt schon das Eröffnungsspiel, nämlich Schalke gegen den HSV und mittendrin der SV Sandhausen, die heute ganz offiziell die Mannschaft vorstellen. Und Philipp Köhl ist mit dabei im Stadion. Philipp, ja, das wird eine schwere Nummer. Da sind einige Hochkaräter dieses Jahr in der Saison dabei in der zweiten Liga. Was trauen Sie sich denn zu in Sandhausen? Ja, liebe Silke, es ist definitiv die schwerste Liga, zweite Bundesliga aller Zeiten. Das sagt man zwar oft, aber angesichts dieser Absteiger aus der ersten Bundesliga, die Dinos, und dieser hochkarätigen Aufsteiger in der dritten Liga, trifft das, glaube ich, in diesem Jahr absolut zu. Was es sich zutrauen der SV Sandhausen, das fragen wir doch am besten meinen Gesprächspartner, denn bei mir ist Michael Kabacka, der sportliche Leiter des SV Sandhausen. Ja, Herr Kabacka, ich habe es angesprochen, die Dinos der ersten Liga sind auch ein bisschen runtergekommen, sind in die zweite Liga. Wie viel Spaß hat man auf die kommende Saison? Wie viel Respekt schwimmt aber auch gleichzeitig mit? Ja, in erster Linie ist natürlich auch Stolz dabei, dass wir als kleiner SV Sandhausen auch in diesem Haifischbecken zweite Liga mitschwimmen dürfen. Wir sind jetzt 10 Jahre dabei. Es ist jedes Jahr auf ein neues, ein großer Kraftakt, die Liga zu halten. Hat man letztes Jahr gesehen, da sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber wir haben natürlich Riesenspaß in der Liga, die Großen irgendwo aufzumischen. Mit dem blauen Auge davon gekommen, Sie haben es angesprochen, gerade noch so den Ligaverbleib geschafft. Entsprechend groß war jetzt auch im Sommer der Umbruch der Mannschaft. Sie hat ein neues Gesicht bekommen. 15 Abgänge stehen, 11 Neuzugänge gegenüber. Warum war der Umbruch letztlich dann so groß, wie er jetzt ausgefallen ist? Ja, das hat zum einen erstmal die vertragliche Konstellation dargestellt. Dadurch, dass die Spieler auslaufende Verträge hatten, haben wir uns als Vereinsführung durchgebracht, dass wir die jetzt einen Umbruch mal starten, dass wir den neuen Weg einschlagen, dass wir hungrige Spieler holen, die auch gepaart sind mit Erfahrung wie Emanuel Höhn oder Xebi Suku. Dass die Mischung jetzt das Ziel ist, was wir jetzt für die neue Saison ausgestrebt haben. Dennoch ist der Kader vielleicht noch nicht vollständig. Es steht ja auch öfters mal zu lesen, dass noch ein Außenflügelstürmer noch auf dem Zettel steht. Wie sieht es da aus mit dem Kader? Ja, aktuell sind wir, Stand der Dinge sind wir zu. Wir wollten in die Saison gehen mit 22 Feldspielern und 3 Torleuten. Das ist gerade unsere Kadergröße. Wir haben den einen oder anderen Spieler auf dem Plan, den wir noch abgeben möchten in dem Kader. Und wenn sich da was aufgibt, dann werden wir die eine oder andere Position dann neu besetzen. Jetzt kommt am Sonntag das erste Ligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf hier in Sandhausen. Da ist es natürlich schwer, jetzt schon große Ziele rauszuhauen, aber in welche Richtung soll es denn in der kommenden Saison gehen? Ja, in der kommenden Saison sollte man erstmal gucken, dass man eine sorgenfreie Runde spielt. Nach der letztjährigen Saison ist man vielleicht auch ein bisschen schlauer. Aber wir haben einen Umbruch, das haben wir ja schon gesagt. Und deswegen, die Mannschaft muss sich erstmal finden. Die Mannschaft braucht vielleicht erstmal 2, 3 Spiele irgendwo Zeit. Die muss man der Mannschaft geben, um sich dann auch einzuspielen. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Qualität haben, unser Saisonziel, eine sorgenfreie Runde zu spielen, dass wir die erreichen. Herr Kabacka, da wünsche ich mir ganz viel Erfolg und im SV Sandhausen natürlich gleich am Sonntag vielleicht hier 3 Punkte hier im Hartwaldstadion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.